Jahrelang hatte es Kritik an den Arbeitsbedingungen in der Fleischwirtschaft gegeben. Zum 1. Januar sind nun strengere Vorschriften in Kraft getreten. Nach dem neuen Gesetz darf bei der Schlachtung, Zerlegung und Verarbeitung von Fleisch künftig kein Fremdpersonal mehr eingesetzt werden. Werk- und Leiharbeitsverträge werden schrittweise verboten. Auslöser für die neuen Regelungen waren vermehrte Corona-Infektionen in Großbetrieben. Es ist eine schwere Arbeit, im Akkord häufig mehr als 12 Stunden, 6 Tage in der Woche. In deutschen Schlachthöfen waren 2018 etwa 22.000 Werkvertragsarbeiter beschäftigt, meist aus Osteuropa, angestellt bei Subunternehmern. Peter Kossen ist Seelsorger in einer Gegend mit vielen Schlachthöfen und er kennt die Branche. Insgesamt hat man diese Menschen wie Verschleißmaterial behandelt und sie dann nach Verschleiß, wenn man das sagen darf, weggeworfen. Der Fall Tönjes mit zahlreichen Corona-Infektionen dort im Sommer hat Politiker wachgerüttelt. Von 1. Januar an sind Schlachthofunternehmen Werkverträge verboten. Sie dürfen kein Fremdpersonal mehr einsetzen. Im April folgt ein Verbot von Leiharbeiten. Ausnahmen gelten für kleine Betriebe mit weniger als 50 Beschäftigten. Und vorübergehend auch bei saisonalen Auftragsspitzen. Die Branche verweist stets auf die Grillsaison. Dann dürfen 8% Leiharbeiter eingesetzt werden. Aber nur zu Tariflöhnen. Es ist endlich vollbracht. Ab 01.01.2021 wird es keine Werkverträge mehr in der deutschen Fleischindustrie geben. Und das heißt nichts anderes. Es kommt zum Paradigmenwechsel. Die Ausbeutung hat ein Ende. Allerdings müssen die Betriebe statistisch nur alle 20 Jahre mit Kontrollen rechnen. Das ist viel zu wenig in einer Szene, die in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten dadurch aufgefallen ist, dass sie mafiös strukturiert war, dass sie brutalst Menschen ausgebeutet hat. Also die Kontrolldichte müsste deutlich höher sein. Die Verbände der Fleischwirtschaft lehnen Interviews ab, halten die neuen Gesetze allein für ihre Branche für verfassungswidrig und drohen mit Klagen.